Gut, dann starten wir direkt mal. Da steht zwar schon fortfahren, aber ich spiele es gerade zum ersten Mal. Kapitel 1, ein Strich durch die Rechnung. So, mal schauen, wo wir hier gelandet sind. Wir haben auf jeden Fall, so wie es aussieht, schon eine große Veränderung zum ersten Teil. So, da sind wir, das ist wohl unser Spawnpunkt oder so. Hier haben wir einen Stift. Sehr schön. Du hast einen ersten Stift gefunden. Oh, unseren ersten Stift. Du kannst deinen Blattstift benutzen, um tote Bäume wiederzubeleben. Oh, das ist natürlich cool. Quasi genau das Gegenteil vom ersten Teil. So, hier haben wir den Blattstift. Zeichne Blätter. Mal gucken, ob das auch noch so funktioniert. Tada! Ja, okay, sie leben. Im ersten Teil mussten wir quasi uns hier versuchen, durch die Gegend hier zu kämpfen und mussten halt quasi viel kaputt machen. Oh, wir machen dieses lilane Zeugs weg. Das ist natürlich cool. Huch. Ich gehe mal sehr stark davon aus, dass das uns Schaden bereitet, dieses lilane komische Zeug. Oh, bei dem hat es anscheinend nicht geklappt. Oh, hallo! Diese kleinen Farbenviecher. Wie kommen wir denn da drüben dran? Okay, das hat geklappt diesmal. Tja, ich muss irgendwie darüber. Hier haben wir noch einen kaputten, einen toten Baum, sagen wir mal so. Na, benutzt doch den Stift. So. So, mehr wie drei Herzen können wir auf jeden Fall nicht haben. Das ist schon mal gut zu wissen. Dann lasse ich die Herzen nämlich liegen. Oh, was ist denn das hier? Komisch. Naja, ich denke mal, wir werden noch sehr viel kennenlernen hier. Was ist mit denen hier? Kriegen die irgendwas ab? Nee. Okay. Dann müssen wir halt aufpassen. Oh. Okay, hat geklappt. Sehr schön. Oh, da haben wir unsere Banane mit dem Schlüsselstift, würde ich mal sagen. Oh, was denn mit den beiden? Oh. Was für ein Start. Da haben wir direkt mal hier so einen riesen Bosskampf, würde ich jetzt mal behaupten. Oh, der kassiert Schaden. Wieso, weshalb auch immer. Anscheinend kommt denen die gute Zeichenkunst nicht wirklich zugute. So, okay, da haben wir wieder ein paar Herzen. Ich lasse die extra mal liegen. Ich mache überall mal diese Blätter hin. Ich weiß nicht, ob es was bringt. Wir bekommen zwar nicht bei jedem so ein Herz, aber bei dem einen oder anderen ist es halt gut zu wissen, dass da ein Herz liegt. Nanu? Hi! Oh. Lol. Wie geil. Aha. Aha. Okay, also sie wurden wohl von so einem Riesenvieh angegriffen. Da wurde das ganze Dorf hier zerstört und der hat den Schlüssel geklaut. Hoch. Na, lauf doch. Oh nein. Lauf, lauf. Das ist doch nicht wahr. Das war aber blöd. Wir wollen natürlich fortfahren. So, wir haben noch all unsere Herzen. Das war jetzt gerade ein bisschen blöd. Okay, Moment mal kurz.
da hatte ich gerade so ein kleines Stechen im Hals. Oh. So, also das Dorf wurde angegriffen von einem bösen Gegner. So, ich versuch's mal von hier aus. So. Okay, das hat soweit geklappt. Oh, die verfolgen mich wieder hier. Ah, die... Aha, die laufen also auch da rein. Sehr schön. Mhm. So, da war das jetzt gerade irgendwie ein bisschen blöd. Ja. Kleine Unterbrechung gehabt. Egal, wir haben hier diesen Professor oder die Labortante gerettet und der Kleine hier ist aufgetaucht. Sie sind dort unten gefangen. Anscheinend haben die noch welche hier von dem Dorf. Hier geht es auf jeden Fall runter. Ich mache, wie gesagt, noch mal kurz hier die Bäume grün. Damit halt der grüne Glibber irgendwie ein bisschen weggeht, hilft Kartoffel dabei, die Tinte zu entfernen. Ich weiß noch nicht ganz genau, wer Kartoffel ist. Vielleicht ist es der Bauer da unten. So. Okay, sehr schön. Wir haben 3 Herzen. Okay, gut. Dann gehen wir mal hier runter. Ah, da ist Kartoffel. Das dürfte der Bauer sein. So. Passiert was? Nee. Hm. Okay, hier vorne haben wir noch einen Baum. Vielleicht bringt das eher was. Aha. Okay. Das ist natürlich cool. Ja, gern geschehen. Was kriegen wir? Kriegen wir irgendwas? Nein? Hm. Also eine Art Checkpoint wahrscheinlich. Ach du meine Güte. Das Vieh war nicht gerade glücklich darüber. Ja, Vorsicht. Oh, oh, oh. Tja, was mache ich denn? Komm mal hier zum Baum. Mohahaha. Ah, Entschuldigung. Mein Hals. Der kratzt im Moment so. Ich habe einen leichten Husten. Aber solange es euch nicht stört, lasse ich mich davon nicht abbringen, hier jetzt dieses Spiel zu spielen. Du hast deinen ersten Herzkristall gefunden. Sammle weitere Herzkristallen, um mehr Leben zu erhalten. Okay, das ist also unser 4. Herz. Sehr schön. Sind wir nicht gleich so ein One-Hit-Opfer? Oh, verdammt, ey. So. Okay, hier blüht nicht alles. Guck mal, was haben wir hier? Hier geht's natürlich... Oh, da oben haben wir ein Nest. Tja, hier kommen wir aber nicht weiter. Was ist das? Eine Seite? Kann das sein? Kapitel abgeschlossen. Au. Oh. 2 Farben, 2 Puzzleteile. Ich glaube, hier müssen wir später dann nochmal rein, wenn wir mehrere Stifte haben. Also falls es so wie es wie im ersten Teil ist, dann kriegen wir später wieder ein paar Stifte. Ja, wir schauen einfach mal nach. Es geht weiter. Oh mein Gott.
Okay, also das sieht sehr nach so einer Spitzhacke hier aus. Wir haben aber noch keine Spitzhacken. Wir haben ein Buch jetzt hier. Was ist das für ein Buch? Du hast das Skizzenbuch gefunden. Neu, du kannst damit neue Strichmännchen zeichnen. Tippe eine Zeichnung an, um sie im Spiel zu benutzen. Während deiner Reise findest du neue Stifte, um neue Werkzeuge zu zeichnen. Du kannst dein Skizzenbuch jederzeit durch die entsprechende Schaltfläche aufrufen. Aha. Ja, aber ich bin eigentlich damit ganz zufrieden. Wir belassen es einfach dabei. Oh, das ist ja total zerstört, das Buch. Ist auch nicht so schön. Okay, die Einöde. Das dürfte Level 2 sein. Ja, Kapitel 2, die Einöde. Da haben wir die nächste Seite. Ich sage jetzt einfach mal Seite, ich weiß nicht genau, was es ist. Und hier bekommen wir den nächsten Stift. Sehr schön. Zeichne eine Spitzhacke. Ach herrje. Okay. Eine Spitzhacke können wir machen. Na, das ist ein bisschen zu dick. Sieht für mich eher aus wie so ein Knüppel. Haben wir denn noch eine andere Farbe? Ja. Gott, oh Gott, oh Gott. Ich wünschte, ich könnte mein Zeichenpad hier benutzen. Dann wäre ich nicht ganz so angetan von dieser Scheußlichkeit. So. Wir müssen uns damit begnügen. Das ist meine Spitzhacke. Punkt aus Ende. So, Spitzhacke fertig. Okay. Ob die irgendwann mal hier auch wieder kaputt gehen? Ich weiß es nicht. Oh, die brauchen aber ewig, ne? Ob ich alles kaputt machen muss? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Die hier können wir, glaube ich, nicht zerstören. Nein. Ich muss mal eben hier was in meinen Becher schütten. Das geht gerade überhaupt nicht mit meinem Hals. Das ist irgendwie gerade ein bisschen tödlich. Also reden dann dieses Kratzen im Hals. Boah. So. Oh, da fliegt irgendwas. Ah, da haben wir wieder Dynamit. Oh je. Das heißt, wir bekommen auch wieder so einen Feuerstift. Oh. Wir haben hier einen Smaragd gefunden. Aha. Wir sollen wohl seine Spitzhacke reparieren. Kann das sein? Oder sollen wir ihm eine geben? Ich weiß es nicht. Oh, verdammt. Oh, haben wir die Spitzhacke jetzt im Auge? Ach du Scheiße, wo sind wir denn hier gelandet? Oh, oh. Verflucht nochmal, was machen wir denn jetzt hier? Da muss jemand putzen. Oh. Okay. Aber wir mussten ihm unsere Spitzhacke geben. Ja, dann ratter du mal da. Können wir denn jetzt...
Ah, wir haben eine neue. Aber im Auge? What the fuck? Okay, so ist schon viel besser. So, mal gucken. Da haben wir auch noch einen Stein. Ah, gedrückt halten geht auch. Ich drücke die ganze Zeit mehrfach drauf. Ich muss mal schauen, was wir hier unten noch so haben. So, hier haben wir auf jeden Fall ein paar trostlose Bäume. Ich weiß nicht, ob das hier jetzt das richtige Ende ist. Wir probieren es einfach mal aus. Okay, scheint richtig zu sein. Hier haben wir noch was Rotes, ein Rubin, aber keine Ahnung. Wir können es nicht aufheben. Da haben wir noch einen Diamanten sogar, wow. Da hast du was zum Fischen, mein Freund. Und wir bekommen unser erstes Puzzleteil. Ist das nicht geil? Das erste Puzzleteil, super. Du hast dein erstes Puzzleteil gefunden. Du kannst deinen Puzzle-Fortschritt jederzeit im Level-Auswahlmenü einsehen. Sehr schön. Anscheinend müssen wir die Leute hier glücklich machen. Da ist ein Zahnrad. Das möchte er bestimmt irgendwie haben. Aha. Okay, wir müssen diese Diamanten, Rubine und so weiter müssen wir einsammeln. Ah, der folgt uns sogar. Hier haben wir schon mal den Diamanten. So, dann hatten wir hier hinten den Rubin. Und wir hatten hier den Smaragd. Und wir hatten sonst noch nichts. Okay, dann müssen wir den letzten noch suchen. Hier haben wir ja noch was zum Kloppen. Und da ist er auch schon. Jetzt kann er seinen Trank brauen. Oh, okay. Da ist der Trank. Na dann, mach uns den Weg frei. Ach super, da können wir uns jetzt durchkloppen. Und er bekommt sein Zahnrad. Bitteschön, was bekommen wir dafür? Nichts? Oder ist die Belohnung für uns jetzt der Weg in die nächste Ebene? Ich denke mal schon. So, und ich denke echt, dass diese bunten. Oh oh. Oh oh oh. Okay, ich mach mal den hier. Huch. Das war ein bisschen zu weit. So. Voll die komischen Bäume. So, hier geht's auch. Wow, wie schnell er ist. Dave, du kleiner Racker. So. Ich mach einfach mal alles kaputt. Oh, 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 oh. Ich verstehe jetzt, was diese Dinger sein sollen. Da ging ihm die Energie aus. Super. Oh, oh, oh. Autsch. Ist ja gut, ist ja gut. Ich gehe ja schon. So, da die so aussehen, als wären die alle dasselbe. Ja. Oh je, oh je. Ach du meine Güte. Wir machen direkt mal überall Blätter hin, die wir hier sehen, diese toten Bäume. So. Na, kommst du her? Genau, ab in die schöne grüne Ebene hier. Na, komm. Na, folge mir. Sehr schön. So, ich weiß nicht, was ich mit diesen Stöcken machen muss. Oder ob die einfach nur da sind, um ein bisschen Deko auf dem Boden zu haben. Das werden wir wohl noch sehr früh genug herausfinden. Hier unten haben wir soweit nichts. Ah, die können wir auch kaputt treten. Gut zu wissen.
Ich mache hier zuerst mal die Blätter hin an den Bäumen, so dass der ganze lilane Kram verschwindet. Und dann werde ich die Steine wegkloppen. Hoch! Oh, das war aber jetzt nicht beabsichtigt. Da war ich zu weit oben am Rand. So, jetzt können wir uns hier in Ruhe durchkloppen. Sehr schön. Hier haben wir wieder einen Checkpoint. Oh, du hast eine neue Zeichnung vom Entwicklerteam von Stickman erhalten. Chris zum Skizzenbuch hinzufügen? Ja, wieso denn nicht? Ist ja cool. Wähle eine Zeichnung aus dem Skizzenbuch aus und teile sie mit dieser Funktion mit deinen Freunden. Wenn deine Freunde auch Epic 2 besitzen, können sie deine Zeichnungen in ihren Abenteuer verwenden. Das ist ja praktisch. Gut, aber ich bleib bei meinem kleinen Dave. Das sieht so geil aus, ey. Spitzhacke im Auge, aber Hauptsache, wir kloppen uns hier durch. Oh Mann, herrlich. So, hier waren wir doch schon mal. Kann das sein? Ah, hier ist die Seite. Warte, 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 warte. Ich gehe noch einmal hier gucken. Okay, scheint Levelende zu sein. Supi. Ein Puzzleteil von zwei, keine Farben gefunden und nicht das Herz gefunden. Mal schauen. Also ich denke echt, dass wir am Anfang nicht wirklich alles bekommen können wegen den Stiften. Aber mal schauen. So, ab in Kapitel 3. Die Tintenmine. Oh je. So, da betreten wir jetzt die Mine. Oh, guck mal eine an. Hier haben wir jetzt den nächsten neuen Stift. Ich glaube, damit zeichnen wir eine Zündschnur oder so. Wir können das ja mal probieren. Zeichne ein Kabel. Das scheint wohl nicht ganz richtig gewesen zu sein. Moment. Ich schau mal, ob wir das hier wegen den. Ah ja. Okay, und was jetzt? Oh, okay, cool. Das ist mal wieder was ganz Neues. Das gab es im ersten Teil nicht. Und da kommt unser Aufzug auch schon. Oh je, da sehe ich schon ein Puzzleteil und direkt mal ein Checkpoint. Das ist natürlich super. So, da kommen wir aber nicht hin. Wir müssen hier ein Kabel hinhauen. So. Oh, wir müssen, glaube ich, schnell sein. Solange der Schleim da seine Runden dreht. Verdammt. Vielleicht jetzt? Nee. Oh, der kriegt da wie so im Schneckentempo. Wahnsinn. Scheiße. Oh, jetzt ist der schon weg. Ah, wir haben den gekillt. Okay. Kann das sein, dass wir die anmachen müssen? Weil die leuchten jetzt und die sind noch aus. Ah, verflixt, verflixt. Also ich mache mir hier ein Kabel hin. Und dann mache ich hier was hin. Und hier was hin. Anscheinend dürfen sich die Kabel nicht überlappen.
Okay, mal gucken, was wir hier noch so haben. Hier haben wir einen toten Baum. Glaube ich, dass das ein Baum ist. Ich probiere es einfach mal aus. Ja. Okay. Da haben wir ein Herz bekommen. Oh, da hängt irgendwas. So. Ja, das kommt ganz klar da dran. Hoch. Oh, Schwein gehabt. Wir probieren es einfach mal. So. Zack. Und dann von da nochmal nach da. Bringt das was? Okay, das klappt soweit. Oh ja, das war, glaube ich, weniger cool. Okay, der hat uns einen Weg frei gemacht. So, ich möchte aber noch mal auf die andere Seite gucken. Grün, grün. Okay, das klappt soweit auch. Okay, der fährt. Mal gucken, wohin. Ah ja. Der macht uns also hier den Weg frei. Sehr schön. So, was haben wir denn da noch? Huch. Okay, ich dachte, der wird jetzt zurückkommen. Da haben wir eine rote Farbe. Boah, wie kommen wir denn da dran? Also erstmal mache ich hier einen Baum hin, damit das blöde Zeugs verschwindet. Wir schnappen uns das Herz. So. Wir machen ein Kabel dahin. Wir machen ein Kabel hierhin. Dann nochmal ein Kabel dahin. Boah, Junge, Junge, Junge. Okay. Oh, nein, 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 nicht so schnell. So, wir warten jetzt. Okay, sehr schön. Das Vieh ist weg. Und jetzt gucken wir, dass wir das hier alles miteinander verbinden. Nee, das müssen wir anders machen. Das muss echt einmal komplett hier rum. Und von hier aus muss das dahin, weil die dürfen sich ja nicht überlappen. Okay, das hat nicht ganz geklappt. Wie komme ich denn jetzt? Eigentlich müsste das doch klappen. So, ah, dann versuchen wir die Batterie mal. So, ja, jetzt hat es geklappt. Okay. So könnten wir das jetzt wieder zurückschicken, aber was bringt das? Da müssen wir natürlich mal überlegen. Oh je. Oh, was haben wir denn da? Irgendwas versteckt sich da hinter dem Felsen. Tja, ich denke mal, von der blauen Batterie aus kann man so eine Umleitung legen. Das wäre natürlich geil. Das funktioniert auf jeden Fall, aber verdammt.
das geht nicht. Na, er geht irgendwie immer nur weg. Tja, wenn ich das Ding jetzt hier wegschieße, ich würde ganz gerne hier das umdrehen. Ich denke mal, dann würde der hier reinfahren, oder? Ich weiß nur nicht, was uns das bringen sollte. Ah, wir haben hier noch was zu. Okay, okay. Grüne Batterie war wo? Ah, da direkt. Okay. Dann legen wir hier mal eine Verlängerung. Oder ich mache nochmal denselben Mist. So. So, dann haben wir den schon mal an. Ich schicke den hier dann mal zurück. So. Weil das hier unten brauchen wir so eigentlich gar nicht mehr, oder? Ich glaube nicht. Ich konzentriere mich mal jetzt auf den... auf das hier. Wir brauchen etwas Orangenes. Wo haben wir das denn? Ob das schon reicht, wenn wir die beiden verbinden? Ne, war ja klar. Okay, wo haben wir das denn? Ah, da hinten. Ach je. Das klappt doch niemals. Okay, es ist alles aus. Ich versuche das mal außenrum zu machen. Ist wohl zu lang oder so, ich weiß nicht. Und hier unten haben wir so nichts. Ne. Und das mit dem Blauen funktioniert auch irgendwie nicht. Wartet mal. Ich versuch's von der Batterie aus direkt. So, einmal, zweimal. So, jetzt geht erstmal alles natürlich aus, ganz klar. Ne, das geht immer noch so. Okay. Oh, unsere erste Farbe, ja super. Sehr schön. Du hast deinen ersten Farbkumpel gefunden. Sammle weitere Farbenkumpel, um dein Skizzenbuch Farben hinzuzufügen. Sehr schön. Wir haben immer noch die Spitzhacke im Auge. Ja, jetzt brauchen wir das schon mal nicht mehr. Das heißt, von der blauen Batterie aus können wir direkt dahin. So, dann brauchen wir nur noch irgendwie den Weg von der orangenen Batterie aus. Die ist nämlich hier. Von der orangenen Batterie aus nach da hinten. Aber wir haben nicht so viel Reichweite. Warte mal, ich versuche mal von hier aus, hier hin. So. Dann kann ich einen Schritt weiter gehen. Und dann versuche ich von hier aus einfach nochmal den Weg komplett außen rum. Ne. Also entweder ist das zu weit oder ich weiß nicht. Oder ich fahre mal über die Gleisen. Vielleicht klappt das ja. Ne, das klappt nicht. Ne, da beschwert er sich. Das merke ich schon. Wie kommen wir denn dann darüber?
Tja, wenn das außenrum gehen würde, dann könnte es klappen, aber... Autsch. Ich will auf jeden Fall hier die Weiche umlegen, so dass der hier links reinfährt. Dann das mit grün verbinden, dann fährt der hier rum und macht uns hier den Weg frei. Aber wie kommen wir verflucht nochmal darum? Ich meine, man kann ja auch nicht mischen, oder? Das wäre ja mal was. Es sei denn, wir sind noch nicht weit genug. Aber wir können ja schon Kabel zeichnen. Was ist, wenn wir die beiden miteinander verbinden? Das dürfte eigentlich nicht funktionieren. Lol, ernsthaft? Ernsthaft? Ich glaube das ja nicht. Das war jetzt so einfach. Oh, ich denke, viel zu kompliziert für dieses Spiel anscheinend. Ah, wir müssen noch grün verbinden. Ja. So. Jetzt können wir das wieder losschicken. Der fährt jetzt hier rein. So, und dann machen wir von dem hier einfach hier rein, wenn das klappt. Ja. Und dann fährt der jetzt gleich erstmal hier rein. Sehr schön. So, da haben wir unseren zweiten Farbkumpel. So. Jetzt müssen wir aber auch mal gucken, wie es hier weitergeht. Wir haben jetzt nur auf die ganzen Extras hier geschaut. Ich weiß gerade ganz ehrlich nicht, wie es... Oh. Oh mein Gott. Okay, ich glaube, hier geht es weiter. Na, warte, dir wird das gleich vergehen. Da, bitteschön. Oh, Kacke. Na, verreckse nicht. Na, komm hier hin. Ja, sehr schön. So, Herz für mich. Super. Da haben wir jetzt noch eine zweite Fledermaus. Oha, die geht ja voll ab. Na, komm hier. Scheiße. Ich habe nur noch ein Herz. Ich hoffe, der Baum hier ist groß genug. Ja, Gott sei Dank. Kein Herz? Verdammt. Wir haben nur noch ein Herz. Ich muss mal kurz gucken. Okay, ich denke mal, die muss geradeaus. Dieser Wagen. Das heißt, wir müssen hier die Weiche umlegen. Wir malen mal das grüne Kabel von da nach hier und dann von hier nach da. Okay, das zweite klappt nicht ganz. Jetzt aber so. Und von der blauen aus muss das hier rein. So. Sehr schön. Jetzt können wir die Weiche umlegen. Oh, nee. Die Weiche, genau. So, die Weiche ist umgelegt. Sehr schön. Jetzt müssen wir nur noch gucken, wie wir hier unten weiterkommen. Wir brauchen einmal ein Kabel hoch, rückgängig machen, ganz klar. Kabel um den Stein rum, so. Und ein Kabel hier rum.
Okay, das zweite will noch nicht so ganz. Nee, das will auch nicht. Was ist mit dem hier? Auch nicht. Ja, die haben ja auch eigentlich keinen Saft. Ich versuche mal den hier. So, das dürfte ja funktionieren. So, und dann versuche ich das jetzt nochmal. Ja, jetzt funktioniert's. Okay. So. Na, dann mal auf. Oh wow, wieder ein Puzzleteil. Sehr schön.